Im Kampf gegen die zunehmende Macht und Brutalität der mexikanischen Mafia-Kartelle operieren amerikanische Einheiten ebenfalls oft jenseits der legalen Grenzen. Es herrscht ein unerklärter Krieg. Bist du verletzt? Alles gut. Um den Aktionen wenigstens den Anschein von Rechtmäßigkeit zu geben, hat man eine FBI-Agentin rekrutiert. Verflucht. Emily Blunt spielt Kate, diese unfreiwillige Legalitätsattrappe mit Härte und gleichermaßen weiblicher Verletzlichkeit. Sie dabei sein? Haben wir die Chance, die Männer zu kriegen, die für das heute verantwortlich sind? Die Männer, die wirklich dafür verantwortlich sind. Waren Sie schon mal an der Grenze? Wir fahren nach El Paso, richtig? Sie sind kein Amerikaner. Nein. Für wen arbeiten Sie jetzt? Ich gehe, wohin man mich schickt. Und von wo hat man Sie hergeschickt? Cartagena. Kolumbien. Hören Sie, nichts ergibt einen Sinn für Ihre amerikanischen Ohren. Sie werden alles, was wir tun, in Zweifel ziehen. Aber am Ende werden Sie es verstehen. Jeden Tag werden Menschen auf der anderen Seite der Grenze mit seinem Segen getötet. Ihn zu finden wäre wie die Entdeckung eines Impfstoffs. Der große Konflikt des Charakters und weswegen es Spaß macht, ihn zu spielen, liegt in der Versuchung dieser Welt, der CIA und wie sie vorgehen. Sie erkennt, dass sie nicht einmal an der Oberfläche dessen kratzt, wenn sie nach den Vorschriften handelt. Darin liegt wohl die konstante Anziehungskraft jener Welt, deren scheinbare Vorteile sie erkennt. Sie sieht, wie schnell die Dinge erledigt werden. Verdächtiges Fahrzeug, linke Fahrspur. Fahrzeug bestätigt auf 9 Uhr. Holen Sie Ihre Dienstwaffe raus. Waffe. Waffe. Waffe links. Benicio del Toro spielt eine rätselhafte, gefährliche und charismatische Figur zwischen den Fronten. Anscheinend ohne Sinn für moralische Zwischentöne. Aussteigen. Großer Gott. No te muevas, o te disparo. Keine Bewegung. No te muevas, no te muevas. No, 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 no. Compas, compas, suelte la pistola, tírela. Pregunta, paisanos, ¿quieren morir? Die Zuschauer sehen das durch Kates Augen. Und ich glaube, dass sie ihren eigenen moralischen Kompass hinterfragen werden, was sie wohl in dieser Situation machen würden. Und ich denke, Kate ist viel gesetzestreuer als die meisten Zuschauer, die diesen Film sehen werden. Ich bin kein Soldat, sowas tue ich nicht. Aber genau das passiert, wenn Sie da reingehen. So läuft das. Wir machen so viel Lärm hier, dass Manuel Diaz von seinem Boss nach Mexiko zurückbeordert wird. Das ist die Wahrheit. Und dann? Und dann wissen wir, wo sein Boss ist. Sein Name ist Fausto Alarcón, El Verdugo. Hinter dieser Grenze werden jeden Tag Leute entführt oder getötet. Von ihm selbst oder mit seinem Segen. Ich will wissen, worauf ich mich einlasse. Sie werden nicht überleben. Sie benutzen mich als Köder. Stehen bleiben! Wir müssen erreichen, dass die Manuel nach Mexiko holen. Das ist unser Ziel. Wir haben keine rechtliche Handhabe in Mexiko. Wir haben nichts. Wir müssen jetzt was unternehmen. Ich kann ihn nicht verhaften.